Warum knallen wir den Kerl nicht einfach ab? Unser Revier, schwör ab! Ich habe meine Zigaretten liegen lassen. Gehören Sie nicht zu den Corleones? Da draußen sind ein paar Typen, die Sie fertig machen wollen. Ich kann Sie beschützen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich zahl schon. Soll ich mit deinen Hinterbliebenen reden? Sieh dich an! Du bist... ein Wrack! Ich wusste, dass die Corleones irgendwann anklopfen würden. Das ist eine gefährliche Gegend. Sie brauchen dringend Schutz. Ich spiele mit. Ich muss doch von was leben. Will jemand Ärger? Ich weiß nicht. Ich fand ihn eigentlich recht gut. Hey, halte das Auto auf! Sie konzentrieren sich auf Ihr Restaurant und ich konzentriere mich auf Ihren Schutz, okay? Es ist mir eine Ehre, für die Corleones zu arbeiten. Der Don macht Ihnen ein Angebot. Er zahlt Sie aus. Verstanden? Ach, zum Teufel, was soll's. In einem Monat bin ich vermutlich sowieso tot. Soll ich mit deinen Hinterbliebenen reden? Wer hat dich denn eingeladen?
Sie suchen einen Bürojob? Ich sollte Martin diesen Hut kaufen. Das hier ist unser Revier, kapiert? Sie würden doch sicher viel dafür geben, dass Ihrer Bär nichts passiert. Ein bisschen Schutz wäre schon gut. Ich habe keine Angst vor dir, Corleone. Der Don macht Ihnen ein Angebot. Er zahlt Sie aus. Verstanden? Na gut. Die Corleones und ich sind ab sofort Partner. Warum knallen wir den Kerl nicht einfach ab? Das hier ist unser Revier, kapiert? Da draußen sind ein paar Typen, die Sie fertig machen wollen. Ich kann Sie beschützen. Pass lieber auf. Und jetzt verschwinden Sie hier! Wenn ich hier fertig bin, brauchen Sie Jahre, um alles wieder zusammenzuflicken. Gut, ich helfe Ihnen. Ich krieg dich, Freundchen! Die Corleones möchten bei Ihnen einsteigen. Was ist Ihnen das wert? Klar, die Corleones sind immer eine sichere Wette. Mist, ich bin spät dran. Thank you.
Dafür bezahlst du. Buongiorno, Pesano. Ich würde mich drinnen gerne mal umsehen. Ist gut, Mann. So gut bezahlen die mich auch nicht. Gehen Sie rein. Ist Ihr Club sicher? Für ein paar Dollar sorge ich dafür, dass er es bleibt. Natürlich zahle ich. Du hast Mut, hier aufzukreuzen. Das muss ich zugeben. Sie haben ein Auge für Mädchen. Für ein gutes Geschäft auch. Okay. Melde dich, wenn du mal einsam bist. Hey, Süßer. Du bist was Besonderes. Ich habe mich in deine Augen verliebt. Oh, du böser Junge. Ich mag böse Jungs. Da wäre noch was, das ich für dich hätte. Oh, was denn, Schätzchen? Ein Gerücht, das ich aufgeschnappt habe. Eines der Mädchen hat mitgekriegt, dass der Polizeichef Beweise gestohlen und in seiner Wohnung versteckt hat. Na toll, ich stehle ständig Beweise. Ja, aber du wirst nicht verdächtigt, mehrere Morde begangen zu haben. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass der Kerl Belastungsmaterial verschwinden lässt. Verstehst du? Warum knallen wir den Kerl nicht einfach? Die Geschäfte laufen gut, nicht wahr? Was willst du? Es ist mir eine Ehre, Sir. Dieser Charlie ist ein Traum. Eher ein Albtraum, wenn du mich fragst. Ja, ich schätze, jetzt gehört... Statt den Collins. Wenn der Laden laufen soll, brauchen Sie professionellen Schutz. Für den Schutz der Corleones bezahle ich gern. Was glotzt du mich so an? Das ist unser Revier, schwör ab! Wie geht's, mein Freund? Wenn du mir ein Angebot machen willst, spuck... Der Don macht Ihnen ein Angebot. Er zahlt sie aus. Verstanden? Du kommst gleich zur Sache, was? Okay, einverstanden. Will jemand Ärger?
Das ist unser Revier. Schwirr. Sie helfen mir und ich helfe Ihnen, okay? Hey, dieses Arschloch von nebenan macht mich wahnsinnig. Können Sie mir einen Gefallen tun? Okay, mein Freund. Was ist denn los? Mein Nachbar blockiert meine Hintertür mit dieser Scheiße. Ich bringe keine Ware rein. Hören Sie, schaffen Sie das Zeug weg und ich gebe Ihnen was für Ihre Mühe. Die gehören mir! Was soll das? Die gehören mir! Glaub nicht, dass du uns entkommst, Bastard! Das müsste meinem werten Nachbarn eine Lehre sein. Und weil Sie so ein netter Kerl sind, gebe ich Ihnen einen Teil meines Profits. Jede Woche. Will jemand... Wenn Sie mir ein Angebot machen wollen, nur zu. Ich will Sie auszahlen. Sie sollen Ihren Ruhestand genießen. Okay, einverstanden. Aber ich hoffe, der Deal lohnt sich. Thank you.
Okay. Nachdem Sie nicht allzu großen Ärger gemacht haben, helfe ich Ihnen. Zu einem guten Preis. Falls Sie am Fall Corleone arbeiten, schließen Sie ihn ab. Kapisch? Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? Der Kerl ist Abschaum. Die Zeiten sind schlecht. Deshalb biete ich Ihnen meinen Schutz an. Ich bin sehr froh über unsere Abmachung. Du solltest weitergehen, wenn dir dein Leben lieb ist. Kassiert die Bank genug bei diesem Spiel, um die Corleones zu beteiligen? Oh, Geld habe ich noch nie abgelehnt. Also gut, abgemacht. Erledigen wir das Schwein! Ich warte auf dich! Nimm das! Hilfe! Er ist verletzt! Gebt ihm den Rest! Mann, ist das heiß! Das nicht. Zisch ab, Kleiner. Wenn sich jemand darum bittet, ziehen Sie los und töten jemanden? Hübsche Bäckerei. Sie brauchen doch sicher Schutz. Okay, ich bezahle. Ab jetzt übernehmen die Corleones. Gehen Sie nach Hause, okay? Na gut. Die Corleones und ich sind ab sofort Partner. Üble Gegend hier. Sie brauchen doch sicher Schutz, oder? Der Schutz ist mir das Geld wert. Ich will deine Visage. Der Don macht Ihnen ein Angebot. Er zahlt sie aus. Verstanden? Du kommst gleich zur Sache, was? Okay, einverstanden. Warum?
Teilen wir den Kerl nicht einfach ab? Was? Hier stehen einige hübsche Sachen. Sind Sie eigentlich versichert? Es ist mir eine Ehre, Ihr Angebot anzunehmen. Polizei! Du machst einen großen Fehler! Keine Bewegung! Er ist angeschossen! Das ist unsere Chance! Ich kann nicht behaupten, dass er mir leid tut. Ich habe zwar keine Zulassung, aber ich kann sie zusammenflicken. Was zum Teufel? Ich reiß dir den Arsch auf! Oh Gott, oh Gott! Blutet! Schnappt ihn!
meine Brust! Don Corleone möchte Sie auszahlen. Reicht das, um sich zur Ruhe zu setzen? Abgemacht. Halten Sie den Laden einfach am Laufen und immer schön die Cops schmieren. Lass ihn mir, Bart! Sie sollen... Okay. Nachdem Sie nicht allzu großen Ärger gemacht haben, helfe ich Ihnen. Zu einem guten Preis. Warum lassen Sie die Corleones nicht einfach in Ruhe? Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? Da will jemand sterben, Jungs. Meine Verehrung, Signore. Da draußen sind ein paar Typen, die Sie fertig machen wollen. Ich kann Sie beschützen. Hier, sie gehört Ihnen.
Kassiert die Bank genug bei diesem Spiel, um die Corleones zu beteiligen? Abgemacht. Sag Don Corleone, er ist an meinem Tisch immer willkommen. Verzieh dich, Mistkerl. Der Kerl ist Abschaum. Suchst du einen Sparringspartner? Natürlich. Nichts lieber als das. Was ist denn da los? Brauchen Sie ärztliche Hilfe? Stopp! Oh, das ist ja furchtbar. Schon von dieser Party gehört? Du machst mich krank! Rasieren und schneiden? Die Corleones wollen dafür sorgen, dass ihr Salon sicher bleibt. Wenn sie das so sehen... Thank you.
Sie sehen halb tot aus. Brauchen Sie Hilfe? Genießen Sie Ihren Aufenthalt, Sir. Hey, Mann, sprich mit mir! Keinen Schritt weiter, Mann! Willst du hier rein? Mein Partner und ich wollten gerade eine kurze Kaffeepause machen. Wenn du verstehst, was ich meine. Hier, holt euch im Diner auf der anderen Straßenseite einen Happen zu essen, okay? Kein Problem. Okay, Partner. Verschwinden wir. Du bist was Besonderes. Ich habe mich in deine Augen verliebt. Ich schmelze dahin, Geliebter. Und Schätzchen, warum bringst du beim nächsten Mal nicht ein paar Freunde mit, hm? Du hast doch ein Team, oder? Alles kaputt! Thank you.
Schöner Laden. Was dagegen, wenn ich reinkomme? Okay. Aber wenn jemand fragt, Sie hatten eine Einladung. Okay, Chief, unter uns. Warum lassen Sie im Revier Beweise verschwinden, hm? Sind Sie verrückt? Ich lasse gar nichts verschwinden. Das sehe ich anders, Chief. Ich weiß zufällig, dass ein paar Verdächtige in Ihrer Schicht gestorben sind. Und wir wissen beide, dass die Dienstaufsicht die Fingerabdrücke auf diesem Messer sehr interessant finde. Können Sie mir folgen? Ich dachte, das hätte ich weggesperrt. Okay, hören Sie. Wenn Sie die Sache für sich behalten, revanchiere ich mich. Falls Sie in Jersey mal Probleme mit den Cops haben sollten, kommen Sie einfach zu mir, okay? Mann, die Hunde schlagen an. Alle haben ihre Miete bezahlt, dank ihrer Hilfe. Du triffst dich aber nicht mehr mit ihm, oder? Ich weiß es nicht. Ist mir ich eine fand ihn Ehre, eigentlich Sir. Recht gut. Du bist hier. Gut. Ich muss ein kleines Problem lösen und ich habe nicht viel Zeit. Kannst du mir helfen? Ich helfe Ihnen. Was oder sollte ich sagen, wer ist denn diesmal das Problem? Komm mir nicht blöd, Junge. Hör zu. In diesem Krankenhaus liegt Richter Tyrone Bloom. Er hat eine Lungenentzündung und darf nicht aufstehen. Und das soll auch so bleiben. Bloom hat nämlich den Vorsitz in meinem Körperverletzungsverfahren. Hör mal, der Prozess läuft nicht gut. Wenn der ehrenwerte Richter Blum völlig überraschend von uns ginge, wäre mein Leben deutlich einfacher. Es muss aussehen wie ein natürlicher Tod. Verpass ihm einfach eine Überdosis seines Schmerzmittels. Das Zeug wird im Keller gelagert. Wir sehen uns. Die Uniform steht dir. Gut siehst du aus, Charlie. Dasselbe könnte ich auch von dir sagen, Baby. Wie lange hast du noch Dienst? Ein paar Stunden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft, seit jemand in den Keller eingebrochen ist. So ein Zufall. Meinst du, Sie sollten da nicht runtergehen, Sir. Die Wachen sind bewaffnet.
Du bist ein böser, böser Junge, Charlie. Oh, ich weiß. Mir geht's nicht gut. Ich brauche eine Schwester. Hey! Warum bewache ich ausgerechnet eine Horde Kranke? Du bist ein schlaues Köpfchen. Keine Bewegung. Hören Sie, Ferriera, wir sind an Ihnen dran. Ein guter Samariter. Sie können mir diese Scheiße nicht anhängen und das wissen Sie. Das werden wir ja sehen, Sergeant. Ach ja? Na dann viel Spaß. Und? Hast du den Job erledigt? Ja, alles klar. Wer war der Kerl? Ronaldo Manning, Dienstaufsicht. Hat in meiner Abteilung rumgeschnüffelt, aber nichts gefunden. Gute Arbeit jedenfalls. Vielleicht brauche ich dich mal wieder. Schöner Tag, hm? Hast du heute Abend Zeit? Sie sind hier, um uns zu beschützen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Corleones. Freut mich, Sie zu sehen, Sir.
Wieso spendierst du mir nicht einfach einen Drink? Die Corleones können... Ich traue diesem Sergeant Ferreira nicht. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Bitte entschuldigen Sie. Was für ein guter Samariter. Sie suchen einen Bürojob? Her mit den Schlüsseln. Gib! Wollen Sie uns etwa helfen? Okay, es wird Zeit, unseren Freunden aus Chicago einen weiteren Besuch abzustatten. Bist du dabei? Das sind nicht meine Freunde, Sergeant. Aber wenn der Preis stimmt, helfe ich ihnen. Gut. Erinnerst du dich noch an Patrick O'Donnell, den Kerl, den du in Midtown erledigt hast? Tja, jetzt sind zwei seiner Clowns in der Stadt, die Scaleri-Brüder. Sie wurden gerade aus dem Knast entlassen und suchen Ärger. Die Scaleri-Brüder sind gefährlich. Wenn sie in New York Fuß fassen, taucht auch der Rest ihrer Bande früher oder später hier auf. Du musst sie also erledigen, bevor das passiert. Kapisch?
Okay, Jungs. Zeigt ihm, wo es lang geht. Ich gebe Ihnen die Schlüssel für den LKW. Wenn Sie das Zeug an einen sicheren Ort bringen, verdienen Sie was dran. Wenn du mein Auto klaust, wo soll ich dann bitte arbeiten? Was für ein guter Samariter. Hey, halte das Auto auf! Thank you.
Du lieferst Ergebnisse, Corleone. Deshalb vertraue ich dir. Kannst du noch einen Job für mich erledigen? Okay, aber ich warne Sie. Die Familie behält Sie im Auge. Man sagt, Sie machen nur Ärger. Ich mache Ärger? Sehr witzig, Partner. Nein, es gibt nur einen Cop, um den wir uns Sorgen machen sollten. Diesen Schnüffler von der Dienstaufsicht. Ronaldo Manning. Manning hat Ermittlungen gegen mich eingeleitet. Gegen mich? Er muss verschwinden, und zwar schnell. Er und seine Leute arbeiten an einem Fall in Hell's Kitchen. Wenn du ihn siehst, schick dem Wichser eine Botschaft. Lass ihn absaufen. Kapisch? Weitergehen, Leute. Sie wurde aus dem Auto geschleudert. Die Corleones wünschen, dass das Gesetz respektiert wird. Sie verstehen? Okay, geben Sie mir das Geld. Aber bescheißen Sie mich nicht, verstanden? Kommt schon, Leute. Sie stören uns hier bei der Arbeit. Wir hätten Verwendung für jemanden wie Sie. Ich sag den Jungs, sie sollen Sie in Ruhe lassen, okay? Komm schon! Ich werde auch nicht jünger! Das ist was fürs Cover. Das war kein Unfall. Jemand hat die Bremsleitungen gekappt. Wir haben keine Fingerabdrücke gefunden, Sir. Was ist mit den Augenzeugen? Was sagen Sie? Haben Sie Durst, Ronaldo? Nicht viel, Sir. Wollen Sie einen Drink? Der Fahrer konnte nicht bremsen und hat die Kontrolle verloren. Okay, danke. Lassen Sie das Team weitersuchen. Das ist Ferreiras Mann! Haltet ihn auf! Manning, runter! Ich habe zwar keine Zulassung, aber ich kann sie zusammenflicken. Wie sagt man so schön? Geld regiert die Welt. Warum knallen wir den Kerl nicht einfach ab? Ist das kalt? Arme Frau. Weitergehen, Leute. Sie wurde aus dem Auto geschleudert. Ich habe ein Angebot der Corleones für Sie. Interessiert. Ob die Polizei denkt, das ist kein Unfall. Ich sag den Jungs, sie sollen sie in Ruhe lassen, okay? Kommt schon, Leute. Sie stören uns hier bei der Arbeit. Wir würden uns über jede Gefälligkeit freuen, Sie verstehen? Kein Problem. Sie bauen sich in der Gegend ja einen ziemlichen Ruf auf. Ich möchte Ihnen im Namen der Corleones ein Angebot machen. Das ist eine Menge Geld. Ich bin dabei. Ah!
Hilfe! Ist schon mal überlegt, den Kuchen zu teilen. Meine Frau hat mich betrogen. Schön, Sie wiederzusehen. Mann, ist das spät. Ich kannte mal jemanden wie dich. Was für ein guter Samariter. Entschuldigung, tut mir schrecklich leid. Ich kannte mal jemanden wie dich. Es ist mir eine Ehre, Sir. Wollen Sie uns etwa helfen? Ich glaube, ich habe was für dich. Suchst du was Bestimmtes? Warum treffen wir uns hier? Ich dachte, sie werden überwacht. Nicht mehr. Manning ist tot. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Ich bin unantastbar, dank dir. Aber eine Sache wäre noch zu erledigen. Interessiert? Klar. Solange sie den Mund halten, wenn ich fertig bin. Ich will nicht, dass die Corleones von der Sache erfahren. Okay, also hör zu. Josef Nikrasch ist in Polen eine ganz große Nummer. Er hat Kontakte zum organisierten Verbrechen in ganz Osteuropa. Interpol hat eine saftige Belohnung auf ihn ausgesetzt und wir beide werden sie kassieren. Josef wurde zuletzt an der Überführung am Holland-Tunnel gesehen. Er wird tot oder lebendig gesucht. Ich will also nicht hören, dass er dir entwischt ist. Leg ihn um und bring mir seinen Kopf. Und dann machen wir 50-50, Partner. Hey, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Ich brauche Ihr Auto. Thank you.
Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Tun Sie mir bitte nichts. Ich wurde bezahlt, um Ihnen eine Nachricht zu überbringen. Eine Nachricht? Von wem? Von Sergeant Ferreira. Ich soll Ihnen ausrichten, dass er Sie nicht mehr braucht. Und ich soll Ihnen sagen, leben Sie wohl. Das ist eine Falle. Ferreira hat mich eingeladen. Er sitzt in der Falle! Hilfe, helft mir! Sie haben hier nicht viel zu befürchten. Das bleibt auch so, wenn der Preis stimmt. Der Don weiß Ihr Angebot zu schätzen. Er freut sich, viele Freunde bei der Polizei zu haben. Ich denke, diese Vereinbarung nützt uns beiden. Die Corleones können auf mich zählen. Ich verspreche es. Ferreira kann man nicht trauen. Genieße ihn mit. Was machen Sie denn da? Sitzt er in der Falle? Feuer! Ich hab ihn! Was für eine Tragödie! Schieße! Ich kann Ihre Probleme lösen. Nennen Sie es von mir aus Schmiergeld. Ich nenne es Geschäft. Was sagen Sie? Der Don weiß Ihr Angebot zu schätzen. Er freut sich, viele Freunde bei der Polizei zu haben. Sie sollten aber trotzdem kein unnötiges Aufsehen erregen. Oh Gott, oh Gott! Ist das Blut?